Willkommen zurück zu Minecraft. Ich wollte ja in der letzten Episode mal in Richtung Richtung Spawn gehen. Dazu brauche ich ein Boot, weil wir haben dann einen kleinen Ozean, nicht Ozean, aber etwas Meer dazwischen. Und mit Meer, ne, man kann ja durchschwimmen, wenn man das möchte, aber ich will das nicht. Wer ein Boot hat, jetzt habe ich zwei Boote hergestellt. Ich würde gerne auch ein Bett mitnehmen. Dass wir da einfach schlafen können. Habe ich eigentlich überhaupt... Ja, ich habe einen Wegpunkt, ne? Dass man zur Not auch einfach wieder... So, wir müssen in diese Direktion. Diese Richtung wird es uns treiben. Genau, denn jetzt hier ist nämlich dann wieder das große Meer. Und ein Baum, der irgendwie nicht... sich irgendwie dekompostieren will. Die sehen jetzt auch anders aus, die Boote. Übrigens, das Resort, das Texture Pack, das ist... Ach, da hinten sind sogar Akazien. Diese Bäume von den... Oh, Savannenbiomen, so hießen die. Ach, okay, die Boote zerschellen nicht mehr an diesen großen Dingern, sondern die machen die einfach kaputt. Das ist natürlich auch endlich mal eine Neuerung. Da hinten werden auch Fichten, da will ich jetzt gerade gar nicht hin. Und ich möchte mal wieder zu meinem Spawn vorbeigucken. Wo ich für über 100 Folgen mal war. So, Boot wird immer schön mitgenommen. Ich bin der Bote des Friedens. Ja, die schlechten Witze sind auch wieder mit da. Es müsste da hinten irgendwo gewesen sein, ne? Alter. Ich bin, glaube ich, auch damals über diesen ganzen Umweg gelaufen, irgendwie. Genau, die Insel, da wo noch ein paar Blätter despawnen, genau da. Ja, genau, das war meine ursprüngliche Stätte des Wirkens. Da kann ich auch noch einiges mitnehmen an Holz, ne? So. Boot. Du gehst mir ja nicht verloren. Hoffentlich. Wie spät haben wir es? Ja. Wir haben es auch gleich wieder Nacht, ne? Aber wir haben ja ein Bett dabei. Das ist dann alles nicht so das Problem. Der Schnee hat auch eigene neue Sounds, wenn er zerbricht, ne? Die Sounds übrigens, die sind nicht nativ im Spiel, das ist ein Soundmod, den ich installiert habe. Ich glaube Dynamic Sounds oder irgendwas mit Footprints hat das, glaube ich. Ich kann ja mal in die Videobeschreibung meine ganze Modliste mal reinpacken, ne? Dann könnt ihr Mods, die euch gefallen, ja auch einfach dann nachgucken. Stecke, genau. Hier müsste noch irgendwo was sein, aber ich sehe ja gerade kein Item. Ist hier irgendwo... Ach, da sind noch ein paar Stöcke. Ich will jetzt aber auch nicht alles kahl schlagen. Und den Karl will ich auch nicht schlagen. Weil der ist ganz lieb. Zumindest meistens. Markiert einen Karl. Zum Glück hat die Diamantaxt, die macht schon wirklich einen guten Job. Was die... Langlebigkeit angeht. Ja, das Haus da, das ist auch wieder mal Spitzenarchitektur. Das ist noch nicht dunkel. Nee, ich will jetzt keine Partymusik hier haben, Alter. Keinen Techno mit SCH geschrieben. Ich will bloß hier hoch. Die Kiste noch, ist da was drin? Nö, da ist überhaupt gar nichts mehr drin. Das habe ich, glaube ich, damals alles sukzessiv mitgenommen. Ich will doch nur langsam den Tag, die Nacht, die jetzt kommen wird, überspringen. Geduld und schlafen. Ich sagte Geduld, mehr Geduld. Wir üben uns jetzt erstmal in Geduld. Geduld. Das gibt's doch nicht alles. Ist dann nur schon abends. Ja, wieder schön nach unten fallen. Das kann ich echt am besten. Und schlafen. Das Bett kann ich jetzt eigentlich, denke ich mal, schon mit
abreißen wieder, das brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann werde ich mal weiter uns Holz und Saatgut beschaffen. Weil hier brauchen wir die Bäume ja nicht. Weil hier werde ich eh wahrscheinlich nie wieder großartig vorbeischauen, wenn wir mal ehrlich sind. Und da wäre es doch sinnvoller, wenn ich das lieber zu Hause oder eigene Haustüre wieder aufforste, ne? Erneut kultiviere, wie es ja so schön heißt. Lass mal gucken, wie viel haben wir jetzt eigentlich schon. Wir haben 44 Setzlinge, das ist gar nicht so wenig. Einiges an Stöckern. Ja, kann sich doch schon langsam unser Inventar schon langsam sehen lassen. Es gibt doch übrigens eine Mod, dass sich Setzlinge automatisch einpflanzen. Die habe ich aber nicht drin. Nur schon mal, um das Thema vorzubeugen. Bezüglich Mods. Ich habe sogar eine ganze Handvoll Mods eigentlich. Aber halt meistens eher sowas wie für Performance und... Ja, eigentlich fast nur Performance Mods. Dann noch ein paar für eine bessere Soundkulisse. Hier unten Eisen. Jetzt kann ich gleich mal gucken gehen. Nee. Da ist bloß Kohle. Hier ist überhaupt gar nichts. Könnt ihr mal die Fackeln in die zweite Hand reinlegen, dass ich noch wehrhaft bleiben kann. Sollte ich überrascht werden. Ja, hat ja wirklich viel gebracht, dieses wehrhaft bleiben, ne? Hier ist auch bloß Kohle, das brauche ich alles gerade nicht so wirklich. Also Kohle, das sind alles Sachen, die habe ich halt zu Hause noch genug, ne? Brennstoff. Da habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis dazu, das mir zu holen, aber so ein bisschen Eisen wäre schon... Wäre schon echt ziemlich geil. Hier hätten wir auch Zuckerrohr und noch ein paar Eier. Wir haben noch genügend Tageszeit. Wir schaffen es, noch schnell noch da drüben und das Zuckerrohr mitzunehmen. Und dann werde ich auch wieder mal langsam wieder gen Heimat fahren. Sieht auch cool aus. Der Shader, das kann ich auch mal ganz kurz erwähnen, ist der Shader, ich glaube, das war der Nostalgia VX. Das ist ein Path Tracing Shader. Der ist aber auch genau wie die meisten Path Tracing Shader, wie jetzt auch der von der Molly VX und der Zeus. Wie hießen denn die von Zeus? Irgendwas mit TGI. Davon gibt es auch mehrere. Ah ne, die PDGI hießen die, genau. PDGI. Davon gibt es auch mehrere. Also mehrere Versionen. Ne? Die wurde auch schon oft geupdatet. Dann gibt es noch den PDGI HRR. Das sind noch mal ein paar bessere Versionen von dem Path Traced. Ich muss mal ganz kurz das Ding aktivieren. Dass ich weiß, welche Direktion ich muss. Das ist genau da hinten, in die One Direction. Und diese ganzen, billig ausgedrückt, diese ganzen geraytraceden Shader sind ja eigentlich, ist ja kein Raytracing, ist ja Path Tracing. Ist zwar eine ähnliche Technologie und die meisten haben auch Raytracing mit drin, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich könnte noch theoretisch die Akazie mitnehmen. Wenn wir schon einmal hier auf dem Weg sind. Das wäre, glaube ich, ziemlich...
Ziemlich smart. Weil wir haben noch keine in unseren Lagern. Oder haben wir welche im Lager drin? Ich glaube aber eigentlich nicht. Wir können auch ein bisschen grobe Erde noch mitnehmen. Fällt mir gerade mal so ein. Haben wir auch noch nicht. Damit kann man wunderschöne Wege bauen. Weil diese grobe Erde wächst ja auch nicht zu. Hier sind auch noch die ganzen Setzlinge, genau. Ist vielleicht hier auf dem Berg irgendwo Eisen? Sieht nicht so aus. Nein, halt die Fresse. Dich will ich jetzt nicht hören. Ah, im Krater wächst ein Eichenbaum. Das ist natürlich auch allerliebst. So etwas grobe Erde mitnehmen. Einfach, weil wir es können. Aber schön ist da drauf auch hier, hier so Gras wächst, ne? Das ist sehr cool. Ich finde es ja auch immer noch schade, dass man auf Sand nichts an, also nichts außer Zuckerrohr oder jetzt, ich glaube Bambus geht auch nicht, ne? Dass man darauf nichts anpflanzen kann. Oh. Ja gut, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die alte verhunzte Eisenschaufel, die ist ja nur mehr als Putte. Unser Boot. Das ist noch da. Genau. Das habe ich noch nicht zerstört. So, weiter in Richtung Heimat. Ein paar Seerosen kann ich auch noch mitnehmen, die ich hier umgefahren habe. Die Kadaver der Seerosen. Das Boot ist auch etwas wendiger geworden als früher. Kann das sein? Es ist nicht mehr ganz so... ganz so scheiße wie damals. Man kann damit mehr umgehen als... Na gut, so alt ist das noch gar nicht. Mit der Schaufel geht's, kann man es gleich kaputt machen. Das ist auch sehr... Das ist nice to know. Die liegen auch noch... Ah, das sind Eier, die hier rumliegen. Alles klar. Bin gewundert, hä? Wir haben doch gar nichts abgebaut hier. Und wir sind wieder zu Hause. Wo die aktivieren, das brauche ich jetzt nicht mehr. Dann kann ich noch schnell ein paar Fichten anpflanzen gehen. Das Bett werde ich nochmal platzieren. Es kommt zwar dann irgendwann eh weg, wenn wir dann das Lagerhaus in Angriff nehmen, aber das wird noch. Das wird, glaube ich, noch etwas dauern, bis es irgendwann mal so weit ist. Du kommst auch aus der Second Hand raus. Du kommst erstmal hier rein. Du musst auch erstmal hier rein. Die Seerosen. Du kommst da erstmal da rein. Das kommt erstmal mit. Es ist zwar bloß eine Ramschkiste, aber die muss ja auch nicht voll sein. So, du kommst mit dorthin und du kommst ebenfalls mit hierhin. Du kommst dorthin. Du erstmal. Genau. Irgendwann werden auch die ganzen verschiedenen Samen für die Bäume, die Setzlinge auch ihre eigenen Kisten bekommen. Weil dann, wenn ich das Upgrade für unser Lagerhaus gebaut habe, dann wird es dann in der Tat so sein, dass wir dann wirklich insgesamt mehr Kisten haben als jetzt. Alter, mein gerade schön mit dem alten Leierkasten hier spielen oder was? Das müsste eigentlich der Baum besser wachsen können, wenn ich das hier ein bisschen wegreiße. Das können wir uns einen richtig schönen alten, dunklen Fichtenforst hier aufbauen. Apropos dunkler Forst, wer so auf so Pagan und Folk Metal steht, dann kann ich mal was empfehlen. Und zwar die Band Finsterforst. Die sind glaube ich entweder aus Österreich oder die Schweiz. Der Schweiz. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Kann man mal. Wenn man diesen Stil bevorzugt gerne hört, sich ruhig mal antun. Ist jetzt keine Enttäuschung, sondern es kann höchstens passieren, dass man nicht das gesamte Album mag. Aber so ein paar Sachen gehen echt gut rein. Und du gehst auch gut rein. Vor allem deine Wolle geht gut rein. Hier ist wieder Sand. Ist ja irgendwo mal kein Sand drunter. Denn ich mag Sand nicht. Der ist immer so kratzig. Okay, ich muss jetzt
Und mal ganz kurz rasten. Und aufpassen dabei nicht zu rosten. Und das kann nämlich ganz schnell passieren beim Rasten. Wenn die Knochen einmal einschlafen, hier ist auch nichts mehr drin. Ich könnte noch mal ganz kurz nach unten gucken. Wir haben ja unten bei den Strip-Minen ja auch noch Öfen und eine Kiste. Noch zwei Kisten. Ob da eventuell noch Eisen drin ist. Kann ich jetzt mal langsam bitte mal... Ich bin müde, verdammt. Ich will mich einfach nur hinlegen. Seufz. Jetzt doch nicht, Alter. Nee, du darfst nicht schlafen, Junge. Jetzt darf ich schlafen. Jetzt ist es mir vergönnt, eine Nachtruhe zu halten. Na, ich kann ja nochmal nach unten gucken. Oh, noch mehr aus der Klassik. Ich wollte noch irgendwas... Ah ja, genau. Ab der 1.18 war es ja so. Das wollte ich vor uns erklären, aber irgendwie kam ich dazu. Oder hab's vergessen, ob ich schon gesagt habe. Ab der Version 1.18 ist es so... Da geht's in die große Mine rein. Da will ich aber nicht hin. Wo ist denn der Zombie? Nicht im Gang, wie es aussieht. Er ist da über mir. Okay. Wo waren denn meine Kisten? Hier habe ich nur Erde drin, ne? Und 10 Eisen. Wusste ich doch. Hier habe ich ein Schild platziert. Weg zur neuen Mine. Ach, hier neben mir ist noch eine Höhle irgendwo hier drin. Alles klar. Alles klar. Ja, der Weg hier nach unten, der muss auch mal etwas besser gestaltet werden. Wahrscheinlich werde ich das ja am besten ausgraben mit einer Leiter nach unten bauen oder so. Dass es aussieht wie so ein uralter Minenschacht. Aber noch 10 Eisen gefunden, immerhin. Das heißt gefunden, ne? Einfach diese uralten Eisenstöcke, die ja irgendwo mal drin waren, einfach mitgenommen. Dass das Ding leer ist. Enttäuscht mich doch schon sehr. Okay, hier kann ich noch eine hinhauen. Und dann so langsam so den Übergang zum Fichtenwald zu machen. Dann mache ich da noch ein paar Eichen hin. Gemischt mit Fichten. Ne? Dann können wir dann durchaus dann nochmal sogar Eisenfarm gehen. Ich brauche noch Eisen für die Bambus- und Zuckerrohrfarm. Weil für Pistons braucht man, glaube ich, Eisen. Ich kann mich jetzt auch täuschen, ne? Das kann durchaus passieren. Da ist auch schon etwas mehr gewachsen, das ist schön. Schön, dass es etwas lebendiger wird hier in unseren ziemlich kahlen Landstrichen, die wir ja... Wir haben es ja nicht kahl geschlagen, die waren ja schon immer so. Die Fackeln sind ja eigentlich auch so ziemlich nutzlos. Graues Schaf, dich nehme ich mit. Schafe haben nur vier Herzen, also 4 Leben, das ist ja relativ wenig. Du bist ein Schwein, du hast mehr als ein Schaf. Na gut, bei der dicken Haut. Oh, Tür zu. Tür zu. Die Kisten sind auch leer, ne? Da ist auch gar nichts mehr drin. Was auch daran liegt, dass ich damals mal mit einem Kumpel zusammen auf dem Server die Map aufgenommen hatte, so als kleines LPT für ein paar Folgen. Und als ich dann die Map wieder aus dem Backup-Stand wieder runtergenommen habe, war das dann so, dass irgendwie die ganzen, zumindest die Kisten, wo ich dran war oder die geladen wurden, waren halt alle leer. Das war so ziemlich ärgerlich. Ich könnte aber trotzdem nochmal, einfach aus Jux nochmal die Weizenfarm nochmal anschmeißen. Kohle ist genau, das ist mit da unten drin. Hier hätten wir auch noch Eisenerz. Das ist auch noch von früher, denn man bekommt ja kein Eisenerz mehr, sondern bekommt ja jetzt immer diese, das sind ja Eisennuggets im Prinzip. So, dann schmeißen wir nochmal das gute Stück an. Und dann wieder schön neue Pflanzen. Dann werden wir mal ganz kurz Eisen farmen gehen. Wahrscheinlich dann in der nächsten Aufnahme dann.
Nächste Folge, nicht Aufnahme. So, Tür geht zu, bitte. Wir haben ja noch keinen Tag der offenen Tür. Ich hätte die Hake mitnehmen sollen. Genau, damit ich auch ja nicht weggespült werde. Ich muss mal irgendwie wieder hochkommen. So. Ich muss ja noch gar nicht hier hin. Ich muss ja erstmal alles abernten. Bevor ich anpflanzen kann. Wäre ziemlich ideenreich, erstmal den Hebel umzulegen. Also dann, leg den Hebel um, Kronk. Ist nicht Gronk, sondern mit K wie Kronk. So, und wusch. Das müsste reichen an Wasser. Das fließt ja immer noch nach. Und ab geht's einmal runter. Jetzt wird alles noch... Oh, wir sind sogar voll. Wir haben keinen Platz mehr für diesen... Das ganze Zeug. Ich kann nicht irgendwas wegschmeißen. Die Eier brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Irgendwas, die vier Erde. Ach komm, drauf geschissen. Ich muss mal noch ganz kurz ein paar von diesen Samen loswerden. Na, da haben wir echt viel. Die Maschinerie ist sehr effizient. Und die Ausbeute ist ziemlich üppig, würde ich mal so sagen. Na gut, es sind ja auch einige Felder. Und das Ganze nochmal zweireich. Da muss ich noch mal irgendwas davor bauen, dass da nicht immer so eine Lücke dabei ist. Das sieht irgendwie nicht so geil aus. Irgendwie sieht es nicht so schön aus. Aber einmal ernten reicht halt ziemlich aus. Ne? Da ist ziemlich viel für Nachschub gesorgt. Wenn ja einmal ordentlich der Pflanzrich durch ist, dann ist er auch wirklich durch. Ja gut, normalerweise könnte ich das jetzt sogar noch mit Sticky Pistons bauen, dass man dann irgendwie noch durchgängige Holz hätte, aber irgendwie... Müsste ich dafür Schleime farmen gehen und das ist mir irgendwie dann doch nicht wert. Dann lieber ganz normale Pistons, einfach dann, dass das Wasser nur zurückhält. Dass die Kolben an sich das nur bloß zurückhalten. Ist eine ziemlich einfache Konstruktion. Ich habe immer noch nicht genügend, Alter. Also genügend Platz, meine ich. Ich hier oben nicht auch noch eine Kiste, die ich da irgendwie mal was... zwischenlagern könnte. Weil ich kann ja auch das Saatgut liegen lassen und dann verkommen lassen, denn wir haben ja noch genug in unserer Kiste drüben. Das Weizen ist ja an sich für uns relevanter. Allein schon für die Heublöcke, für unser Dach beim Lagerhaus, was übrigens auch normal. Also die Endsch... Es wird nicht... Also das Heu... Es wird nicht die Endschicht bleiben, sondern wird eher so wie eine Art provisorische und so dahingestellte Pseudo-Sache sein zur Dämmung, sondern das, ja, ist dann einfach nur da, dass man sagen kann, guck mal, mein Dach ist gedämmt. Aber eigentlich würde das keine optische Rolle einnehmen. Die Heublöcke, die werden einfach dann nur dazu da sein, um da zu sein. Und dann kommt dann, glaube ich, irgendwas aus Stein noch drüber. So, dich brauche ich nicht mehr. Auch nicht. Genau, jetzt haben wir ja alles an wertvollem Getreide mitgenommen. Und das unten, das kann dann einfach schön despawnen. Und dann haben wir ja genug. Und das sind ja insgesamt 6 Felder, da kommt schon gut was zusammen. Wir haben ja Druckplatten. Und Druckplatten ist ja auch ein Zeichen von Technik, und wir sind ja auch keine Höhlenmenschen, denn wir nutzen ja die Technologie. Vielleicht noch etwas einlagern gehen. Noch ein bisschen Brot backen, also in Anführungszeichen backen, wir stellen es einfach bloß her.
dann braucht er dafür keinen Ofen. Was vielleicht gut wäre, wäre sowas wie ein Mülleimer irgendwie mal. Vielleicht im Keller unten zu, also im Erdgeschoss zu integrieren. Haben wir Lava irgendwo? Nee, ne? Dann könnte man nämlich, ich muss nochmal ganz kurz zur Spezialkiste. Und die wollte dort rein reinfracken. Da gehört sie auch hin. Ja, das kann eigentlich auch hier rein. So viel brauche ich davon auch nicht. Wohl drei Stapel, ne, für ordentlich Zeugs. War ja nicht noch irgendwo. Essen haben wir noch irgendwie noch ein Hühnchen drin und noch ein paar Pilze. Grünzeug, da kommst du rein. Und gut, das andere Zeug ist schon verstaut, ne? So, 64 Brote, das ist also erstmal genügend. So, die Uhr ist fast nachts, also nachts in der Mitte. Das müsste eigentlich fast reichen, um schlafen zu gehen. Ich müsste vielleicht mal gucken, wie die Uhr stehen musste, dass es dunkel genug ist. So, wenn dieser rötliche Nachthauch dann so langsam zentral ist, ja gut, dann, wenn das zentral ist, kann man schlafen gehen und dann ist es dunkel genug. Gut, das muss ich mir vielleicht mal merken. So, jetzt wo wir Proviant haben, ich baue mir nochmal, nein, nochmal ganz kurz, für das Minen, das Mining, euch brauche ich nicht mehr, ihr seid einfach nur Schund. Noch mal sowas hier. Und auch euch braucht. Aber Fackeln könnte ich eventuell. Ja, genau. Fackeln werde ich brauchen, wenn ich Strip Mine gehe. Aber auch gar nicht mehr so viel. 60 Stück müssten da sogar schon fast reichen. Jetzt auf Höhlenerkundung habe ich jetzt gerade also keine wirkliche Lust. Dann lieber mache ich. Das kann eigentlich auch so bleiben, ne? Krass, es gab schon damals den glatten Stein, wo ich sie hier gemacht habe. Na gut, ich habe auch die ganzen letzten Updates jetzt nicht so im Kopf, wann, wie, wo, was dann irgendwie kam. Zum Beispiel das mit das Meeresupdate, das ist ja auch sowas, was irgendwie, das ist, ich weiß zwar, dass es da ist, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, welche Version das war. Das ist, ja. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.